Ich hab's weggedrückt. Ich wollte es nicht wegdrücken. Hallo Leute, willkommen zu. Ihr seht's nach dem Ladebildschirm. Der dritten Season von Fall Guys. Und ich habe scheinbar insgesamt 81 Kronen bisher erspielt. Hier unten links, es gibt jetzt ein Kronenlevel, wo man Sachen freischaltet. Angeblich soll man erst eine Runde spielen, bevor man sieht, aber ich sehe es jetzt schon und es gibt 7 neue Maps. Ganz ruhig, Zoppel. Ganz ruhig. Schön weihnachtlich, die neue Season, die Winterseason. 7 neue Maps, 2 davon sind neue finale Maps. Und ich habe ja so gesehen von dem Mid-Season-Update auch kaum was gesehen. Ich habe in der letzten Season noch bis Level 24 gespielt, um diese lila-gelbe Farbe zu bekommen. Genau. Hab diesen XP-Boost am Ende echt sehr ausgenutzt. Aber da hat ein Win auch dann irgendwie 1500 Erfahrung gegeben. Und den neuen Pass sehen wir natürlich wieder nicht. Aber wir sehen, es gibt ein Weihnachtselfen-Outfit. Und eine Weihnachtsmannmütze. Und da unten gibt es die Pferdegeste, wo ich die ganze Zeit schon am Überlegen bin, ob ich mir die holen soll. Aber ich habe den Twitter-Account von denen auch verfolgt. Es gibt im Season Pass ein Walrus. Walross. Das einen Zylinder und einen Monokel hat. Und das ist am Ende vom Season Pass in dieser Season. Also ich muss diese Season fertig leveln. Weil, will ich ja haben. Wir können noch mal gucken. Es gibt nur das Hauptprogramm. Das ist okay. Und man kann Spielerlobbys aufmachen. Mit Zuschauern und so, ne? Gibt's jetzt auch. Okay, ich habe keine Show ausgewählt. Ich sollte eine auswählen. Ja, wir spielen erstmal heute die erste Folge alleine. Weil Manu gerade noch zu tun hat. Aber er möchte dann auch mitmachen, sobald er Zeit findet. Deswegen drücken wir den quietschenden Knopf und starten in unsere erste Runde von Season Nummer 3. Let's go. Beginnend in 30 Sekunden. 3, 2, 1. Let's go. Hat genau mit dem Countdown gepasst. Als ob Türen laufen. Hey, die alten Maps sind natürlich immer noch drin. Ich finde es auch gut, dass keine rausrotiert werden. Vielleicht später in Season 20 oder sowas, wenn zu viele Maps da sind. Aber vielleicht ist es ja irgendwie anders. Es sieht ja exakt gleich aus. Schauen wir, ob ich gewinne oder verliere. Und Zombie hat das Ziel geschafft. Ich möchte an der Stelle noch sagen, ich habe ja die letzten Tage so 10+-Runden gespielt. Und ich hatte kein einziges Mal Türenlauf, sondern eigentlich nur so neue Variationen von allen Maps. Aber schön, dass es damit anfängt. Oh, da war ein neues kurz zu sehen. Da war noch ein neues. Neu eher, aber das ist aus Season 2, der Ritterparcours. Aber vielleicht sehen wir eine Variation davon. Ja, das ist eine Variation. Guck mal, da sind Wippen drin und da vorne diese Kegeldinger und so. Also die Variation von den Maps habe ich schon so ein bisschen gesehen. Und ich will, dass es noch mehr Variationen gibt. Dass es einfach irgendwann sich so komplett random anfühlt, wie jede Map ist. Damit man die nicht mehr so auswendig lernt. Obwohl ich es echt mochte, in der ersten Season alle Maps auswendig zu lernen und irgendwelche kleinen Tricks und Spielereien und so zu haben. Es war einfach mega cool. Na, schauen wir erstmal, dass wir hier gut durchkommen. Und nicht von irgendwelchen komischen Leuten wecke. Das ist mega fies. Man kann sich hier an der Kante festhalten, aber wenn man gut springt, braucht man es nicht. Ich bin gut gesprungen. Habt ihr es gesehen? Aua, ich bin nicht gut gesprungen. Und wenn man runterfällt, ist man wieder auf der ersten. Okay, ich bin hier noch nie runtergefallen. Kein Wunder, dass die so vorsichtig spielen. So. Ich möchte auf die Seite und einfach hoch. Ja, genau. Easy. Und schleif. Na, guck mal, mit einem Dive. Wie cool war das denn? So, wenn wir hier schnell sind, kann man direkt beide mitnehmen. Wenn man auf einer Seite geht. Ich kenne die Tricks. Leute, ich bin immer noch der Vollgas-Master. Warum bewegen die sich abwechselnd? Das kenne ich nicht. Okay, kommt da. Ja, was ihr ansonsten vielleicht verpasst habt, unten links seht ihr die Namen. Gerade so Chatty, Evil Kitten, Bold, Fall, Fizz, Clever Thinking Guy. Die Steam-Namen sind jetzt so eingestellt, dass man sich einen Zufallsnamen im Spiel generieren kann, den man für immer behält. Man kann aber auch immer wieder neu generieren lassen. Aber so sind Steam-Namen jetzt. Ich bin Crazy Master Apple. Ach, und um auf mal diese Goldränge einzugehen, ich bin einfach direkt losgelegt, weil ich überfordert war. Man kriegt jetzt für verdiente Kronen kann man jetzt Sachen verdienen, so vergoldete Skins, die extra krass sind. Und das Spiel hat retroaktiv, also seit Season 1 gezählt, wie viele Kronen man gesammelt hat. Ich habe scheinbar 81 Kronen seit Release gesammelt. Ich glaube, die aus dem Pass zählen da auch mit rein. Also ich hätte theoretisch nochmal 10 Kronen mehr haben können, hätte ich meinen Pass fertig gelevelt. Aber ja, kriegen wir schon hin. Oh, das ist meine Lieblingsversion. Ja, ich finde das so cool. Nehmen wir mal kurz einen Schweif von irgendwem. Oder auch nicht. Hallo? Okay. Ja, aber hier in der Mitte zu chillen ist so cool.
bei diesem Ding. Ich muss mal kurz nur warten, dass mal irgendeiner in meine Nähe kommt. Ich bräuchte nicht mal... Ja, ich habe eigentlich ewig Zeit. Muss mich gar nicht so stressen. Huh? Der wäre fast zu mir geschlagen worden. Und übrigens, man kann die Leute hier so easy den Schweif abziehen hier oben. Weil alle immer so zwischen Plattformen hin und her hüpfen. Genau so, und dann fallen sie vor ein. Aber man kann einfach ohne das Hüpfen hier lang gehen. Ja, ohne das Diven. Da ist man so viel schneller. Abscht. Sagt es nicht den Bohnen. Sonst wissen die Bescheid. Aber man muss auch gut springen. Seht ihr? Ich bin gerade runtergefallen. Ich hab den doch gepackt. Das Spiel gönnt mir heute keinen Schweif. 30 Sekunden. Ich sollte mal einen holen, oder? Ich sollte allgemein länger einen haben, weil es gibt dann extra Rang. Ich hatte einen eine Millisekunde. Ich glaube, wir haben hier die ganzen Götter in der Runde. Die meiden ja alle mich. Hallo. Ja, aber solange ich ohne Diven springe, hänge ich alle easy ab. Aber ich will hier in der Mitte eigentlich drauf bouncen. Das wollte ich eigentlich zeigen. Habe ich ganz vergessen. Okay. Ich muss nochmal kurz zur Mitte gehen. Hallo. Ich hab nicht mal zeigen können, was mir gefällt an der Map. Man kann da auf der Mitte so ein bisschen drauf rumbouncen. Ich hab einen Schweif. Ich hab einen Schweif. Ah! Ich glaube, das ist verbuggt. Aber wie geil ist das denn? Es sind einfach alle rausgeflogen. Das Spiel weiß auch nicht mehr, was abgeht. Ja, ist vorbei, ne? Schade. Hä? Okay, das wird auf jeden Fall noch gefixt, bestimmt. Ja, man hat diese Goldränge da unten. Also, ich habe 81 Kronen, bei 93 kriege ich die nächste Belohnung. Hier sehe ich auch irgendwo, was ich habe als Belohnungen dafür. Okay, das mit den Goldkronen habe ich, sehe ich noch nicht, aber wir spielen einfach noch eine Runde. Versuchen wir es ein zweites Mal. Hallo, willkommen. Das, die Map kenne ich doch. Obwohl, da vorne diese Schwingdinger kenne ich nicht. Und ich wüsste auch nicht, seit wann hier die hier einen komplett aufhalten. Hier laufen auch voll viele so mit Untitled Goose Game Skins rum. Hier sind zum Beispiel diese Brillen-Nerds da. Das ist ja das Kind, was man hat hinfallen lassen bei Untitled Goose Game. Die gibt es jetzt alle hier im Spiel. Mega cool. Schaffen wir es durch? Ich denke. Mal, bei dem Spiel kommen immer mega viele schnell durch. Ja, ich war 30. oder so. Das ist ein Untitled Goose. Es gibt sogar ein Honk-Emote. Warte mal so. Junge, ich will ein neues Spiel. Boah, wie schnell kann ich beim Ziel sein? Lol, eine Sekunde. Wie schnell bin ich denn? 7 neue Maps finde ich eigentlich eine mega gute Zahl, muss ich sagen. Die erste Season hatte ja erst 3 neue Maps und hat später noch eine 4. neue Map gebracht. Aber 4 Maps für eine ganze Season fand ich echt wenig. Aber jetzt so die neue Season direkt mit 7 Maps neu zu starten und 2 neuen Finale klingt halt einfach mega gut. Ich hoffe nur, dass es halt jetzt, dass ich die auch mal sehe. Ja, eine neue Map, Skiflug. Oh, okay, man muss da, glaube ich, so runterrutschen und durch diese Ringe immer weiter hüpfen. So sieht es zumindest aus. Ist bestimmt einfach eine Rennmap. Wie gut rutscht man darauf? Und wir müssen da in den goldenen, in dem fetten Ring in der Mitte. Okay. Ich habe keinen Plan. 18 Leute dürfen nur durch. So, das ist die absolute Hölle. Ich rutsche einfach, ich springe einfach in meinen Bauch. So. Okay, wir laufen einfach. Wir laufen einfach normal. Aua, au, 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 au. Nicht umfallen. Nicht umfallen. Au, oh. Ich bin so weit hinten. Was? Springe durch Punktelöcher. Ach lol, man muss hier Punkte sammeln. Ich sehe es jetzt erst. Und ich springe durch den Bronzenen. Nicht gut. Oh, oh. Warum gibt's was mich runterwirft? Ich habe 3 Punkte. Ja, silberner Ring. Okay, es gibt silberne und goldene Ringe. Ja, ich möchte bitte durch den... Oh, nein, ich habe halt keinen Ring erwischt. Ich werde sowas von rausfliegen. Ich werde sowas von rausfliegen. Ich bin ja so oft gegen irgendwas geflogen. Ich muss nur hoffen, dass die anderen Leute genauso schlecht sind wie ich. Ja. Ah, und wenn man die ganze Strecke schafft, hat man Versuch für den Goldring. Ah, und dann startet man einfach wieder neu. Okay, okay, okay. So, wir nehmen uns den silbernen. Zu schlecht. Ich fall überall dagegen. Da, Lena. Ja. Okay, okay. Ich hätte gerne den goldenen. Ja, ja. Ein Punkt fehlt mir noch. Ein Punkt fehlt mir noch. Ich bin am ausgeschieden. Ich bin auch so kacke daneben gefallen die ganze Zeit.
Oh, cool, die wird easy. 43 davon 43. Rollfeld Schnarch. Oh, guck mal, aber mit Kanonen. LOL. Das ist cool. Macht's ein bisschen lustiger, dass da Obst drauf rumfliegt. Ausgeschieden. Die ist echt noch ein bisschen verbuggt. Tschüss, alle 44 Leute. Tundralauf! Eine neue Map! Jawohl! Okay. Ist einfach so eine Run-Map. Tundralauf. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ich sollte aber lesen, was da unten steht. Anstatt dann mich wieder baiten zu lassen. Okay? Und die Trampoline kicken mich dann ins Ziel. Oh, wie cool! Ich liebe solche Laufmaps. Das sind aber die besten. Das ist einfach das Allerbeste. Ich will einfach nur von irgendwelchen dummen Objekten weggehauen werden und mich über die anderen Mitbohnen aufregen. Oh, Schneebälle! Und die werden größer. Cool. Ja, könnt ihr ja nicht alle in mich reintreten. Bitte? Ich wurde sogar in den Schnee geschubst. Ich werde hier einfach... Ich laufe einfach in der Masse mit. Die Masse schiebt alles weg. Nichts kann die Masse stoppen. Kann ich da irgendwie... Warte. Wir gehen so, so und so. Ja, ja, ja. Okay, ich bin durch. Oh, oh. Hüpp. Ja. Okay, okay. Boah, da wurde einer weggejietet. Aber sowas von. Ich will von dem Wind getragen werden. Oh, ich wurde vom Wind getragen. Okay. So. Dann da. Und dann da. Warum liege ich? Okay. Puh. Du bist Pferd, fall doch nicht hin. Ja, nee, nee, nee. Oh. Ah, da sind so Winddinger. Nein, 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 nein. Ah. Ich bin auf dem Schnee oben. Okay, okay, okay. Ich versteh's. Ich versteh's. Ich versteh's. Ja, warte. Da, okay. Jetzt meine Chance, hier hochzukommen. Okay. Okay. Eins und... Juhu, zweiter! Beim ersten Mal. Let's go. Oh, die ist mega cool. Die ist mega cool. Oh, oh. Ah, es freut mich sehr. Dafür spiele ich doch die neue Season. Und nicht, um Türenlauf siebenmal zu machen. Aber wenn man da dann nicht hoch genug geworfen wird und runterfällt. Oh. Der arme Saurier. Da kämpfen sie um die letzten Plätze. Ich hoffe, er schafft es noch. Ja, der Saurier hat es noch geschafft. Weißt du, zweiter Platz und da steht der beste 20%. Ja. Team abschweifen. Let's go. Zeit, dass mein Team mich wieder rauswirft, weil ich am Ende einen Schweif habe, aber meine Teammates nicht. Ist hier was anders? Unten sind Hämmer, ne? Ja. Oh, ich bin Team Gelb. Also, das ist kein gutes Zeichen. Oh, die Hämmer sind echt schnell auch. Geht ihr mega ab? Prinzessin, geben Sie mir hier einen Schweif. Ich bin ein Pferd, ich brauche den. Ah, das Lied mag ich sehr. Der neue Season-Lied. Hui. Wenn man sich irgendwie lustig weghämmern lassen kann. Hallo, Taube? Nee, 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 nee. Ich gehe jetzt auf die Taube. Hatte ich eigentlich vor. Ich suche sie mir. Die müsste hier in der Ecke irgendwo sein. Hallo, bist du eine Taube? Aua. Hihihi. Hui, au. Hui, au! Hui, au! Hui, au! Ja, ich bin entkommen. Einfach so 18 Mal einen Hammer ins Gesicht bekommen. Go, Team Gelb. Team Gelb führt sogar. Ist ja verrückt. So, hier durch. Yo, Gelbe. Was geht? Au! Nee, 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 Wölkchen. Du nimmst mir nicht meinen Schweif weg. So geht's hier gar nicht ab. So. Weiter schön hier oben chillen. Zwischen zwei Hämmern durch. Oh, da auch schön am Rand vorbeigequetscht. Und hier. Jawohl. Nein, eine Taube. Eine Taube? Eine Taube? Jawohl, da habe ich wieder ein. Sieben Stück hat Team Gelb. Ich habe nichts gesagt. Aber die Taube war doof. Aber die ist rausgeflogen, glaube ich. Die hat am wenigsten. Da ist sie. Ja, da fällt sie. Ein Schleimkraxler. Nehme ich auch mit. Ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt jetzt schon aufs Mid-Season-Update, wenn so die ganzen Winterobjekte auch in alle Maps mit eingebaut werden. Wieder. Huch, da will ich nicht runtergeschoben werden. Danke. Junge, da war alle hier speedy unterwegs. Dabei bin ich doch der Schleimkraxler-Profi. Ja, da haben mich ein paar Bohnen geblockt. Aber ich schaff's trotzdem. Easy. So, hier ist schneller so zu laufen. Genau. Ein bisschen hüpfen auch, um da rüber zu kommen. So, da hoch. Danke fürs Anschieben.
Die anderen habe ich einfach voll angeschoben. So, das Hütchen lassen wir durch, weil wir hier lang gehen. Aber den Hammersprung mache ich nicht mehr, weil der Hammer zu schnell ist. Oh, nicht da umfallen, bitte. Der Ork. Als ob mich einer da gerade festgehalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber mich hat einer festgehalten. Ich bin ja einfach stehen geblieben hier beim Rüberlaufen. Junge, Pferd. Was ist dieses Season mit dem los? Das fährt ich die ganze Zeit um. Jetzt, da schon wieder. Hör auf, so zu wackeln. Ich spiele auch lieber auf safe. Wenn ich schon die ganze Zeit hier am Umfallen bin. So. Das ist ja easy. Hier einfach schön Slalom um die Hämmer rumlaufen. Statt irgendwas zu riskieren und hoffen, dass keine Bohne mich reingekickt wird. Da ist der Ork. Der chillt. Oha, nicht ein neues Finale. Es gibt noch zwei neue Finalen. Wieso krieg ich denn nur zwei der sieben neuen Spiele in meiner Folge? Was soll das denn? Sprungprobe habe ich in letzter Zeit eigentlich echt oft gewonnen. Aber hier sind irgendwie so viele Leute drin, dass ich meine Chancen nicht mehr so gut sehe in der Runde hier. Und ich bin irgendwie eh gerade die ganze Zeit echt cursed, was die Minispiele angeht. Der Schleimkraxler gerade, da will ich gar nicht mehr dran denken. Ist noch keiner runtergefallen, ne? Dauert echt lange. Oh, die Map wird gerade halbiert. Und alle sind auf derselben Seite, außer einer. Okay. Jetzt sind ein paar runtergefallen. Drei Stück oder so. Zwei Stück. Das ist das Ende. Entweder das hier fällt mit den 80 Leuten oder das fällt mit den zwei Leuten. Ah, die springen aber alle rüber. Das teilt sich auf. Das ist nice. Ich chill einfach, weißt du? Wenn die alle rüberspringen wollen, sollen sie doch. Das haben die da drüben mehr als wir hier. Okay, jetzt nicht mehr. Da wurden gerade ein paar runtergekegelt. Ja, aber eigentlich Sprungprobe ist ziemlich chill, wollte ich sagen. Aber es ist genau ungünstig gelaufen. Hätte nach rechts laufen sollen. Aber ich hasse es immer, da in so eine Menschenmasse reinzulaufen. Oh, noch drei Leute. Wer wird runterfallen? Der Papagei geht einfach rüber. Jetzt bei dem Tempo? Ganz schön crazy drauf, der Junge. Und er hält ihn fest. Und er ist länger in der Luft geblieben. Der Papagei hat gewonnen. Und es sind alle rausgeflogen. Bei dem Spiel. Und nee, warum denn beim Finale? Gut, dass ich rausgeflogen bin, Junge. Ich wäre so salty. Aber 400 Kudos bekommen. Ja. Ja, was kann man sagen? So, als erstes Fazit. Die zwei neuen Minispiele, die ich gespielt hatte, waren mega cool. Der Season Pass ist da, den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Es ist ein bisschen verbuggt. Ich sehe meine Kronenränge da unten zwar, aber ich habe keine der 16 Belohnungen, die ich angeblich schon haben soll. Und dass man bei Minispielen einfach random rausfliegt am Ende, ist halt echt kacke. Aber das wird wahrscheinlich in einer Stunde oder zwei gefixt oder so. Ich denke nicht, dass das lange da bleibt, dieser Bug, weil der ist ja sehr kritisch. Da werden die sich schnell drum kümmern. Aber gut, das war's mit der ersten Folge. Zu Folge ist Season 3. Ich werde nehmen direkt noch eine auf und dann schneide ich beide. Und dann gucken wir mal. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder. Mit hoffentlich neuen Spielen. Bis dann, euer Zimbelmann.